Tom's Talktime, Folge 607. Machen Sie kein Praktikum, machen Sie kein Volontariat, machen Sie gar nichts. Schreiben Sie los. TomsTalktime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulitz. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute aus dem tiefen bayerischen Wald und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht nach Tübingen. Bei mir im Interview ist der Peter Prange. Peter, schön, dass du dabei bist. Hallo Tom, freut mich dabei sein zu dürfen. Sehr gerne. Wobei ich muss mich direkt entschuldigen. Ich habe natürlich der Vollständigkeit halber deinen Doktor vergessen. Bei mir ist der Doktor Peter Prange. Da hast du viel Zeit. Kannst du von mir aus gerne weglassen, weil Doktor klingt immer nach konzentrierter Langeweile. Ja, das ist sogar richtig. Aber egal, du hast ihn dir verdient, von daher wird er auf jeden Fall erstmal mit reingenommen. Peter, du bist internationaler Bestseller-Autor. Du hast Romanistik studiert, Germanistik und Philosophie und hast promoviert mit deiner Arbeit zur Philosophie und Sittengeschichte der Aufklärung. Musst du mir nachher nochmal kurz erklären, was das genau bedeutet. Nach der Promotion hast du mit verschiedenen historischen Romanen eine riesengroße Leserschaft gewonnen. Mehrere deiner Bücher wurden schon verfilmt. Insgesamt hast du schon über 3 Millionen Exemplare verkauft, welche insgesamt auch in über 24 Sprachen übersetzt wurden. Und deine Bücher dienen teilweise auch als Vorlage für Politiker und andere Personen des öffentlichen Lebens, wie zum Beispiel auch dein Buch Werte, was wohl auch der Bundeskanzlerin Merkel wohl bei ihrer Antrittsrede als Vision oder als Stütze gedient hat. Also das heißt, du hast schon viele richtig coole, große Sachen geschrieben und heute bist du hier beim Interview, da freue ich mich drauf. Ja, und das ist natürlich der Höhepunkt in meinem Leben. Der bisherige. Sehr, sehr schön gesagt. Peter, das war natürlich nur ein kurzer Überblick über dich. Erzähl doch mal kurz ein bisschen mehr über dich, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht kurz was Privates und dann anschließend was über dein Business und natürlich, was ist die Philosophie und Sittengeschichte der Aufklärung? Also, ich bin, wenn es keiner weiter sagt, bin ich 63 Jahre alt. Und mein Weg in meinen jetzigen Beruf als Schriftsteller ist nicht so schnurgerade verlaufen, wie du das gerade zusammengefasst hast. Also da hat es erst einige Schleifen gegeben. Ich fange vielleicht mit deiner letzten Frage an. Mein Studium habe ich abgeschlossen mit einer Arbeit zur Kultur- und Sittengeschichte der Aufklärung. Das ist die vornehme Umschreibung für den tatsächlichen Sachverhalt. Meine Dissertation beschäftigte sich mit den pornografischen Schriften in der französischen Literatur des 18. Jahrhunderts. Also damals, im Zeitalter der Aufklärung, hat es auch eine sexuelle Aufklärung und Revolution gegeben, ganz ähnlich wie in den 60er Jahren die politische und die sexuelle Revolution Hand in Hand gingen. Wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment und so weiter. Und so war das im 18. Jahrhundert auch. Und dieser Aufklärungsphilosophie bin ich am Beispiel eben der Pornografie nachgegangen, um den bahnbrechende Erkenntnis hervorzuholen, dass aus der propagierten Luststeigerung eigentlich tatsächliche Luststeuerung folgt. Also ich bin ausgegangen von heutigen Phänomenen. Wie kann es sein, dass nackte Leute am FKK-Strand nicht übereinander herfallen? Und um das kurz zu fassen, es liegt daran, die Leute haben so viel innere Kontrolle, dass sie sich äußere Freizügigkeit erlauben können. Wenn sie wenn sie innerlich nicht so triebgehemmt wären, so triebgesteuert wären und kontrolliert werden, dann könnte man niemanden in eine Sauna lassen und niemanden an den FKK-Strand. Und hat mir einfach Spaß gemacht, mich damit mal eingehender zu beschäftigen, wie man das im Verlauf der Geschichte schon ab dem 18. Jahrhundert verfolgen konnte, diesen Entwicklungsgang in der Sexualgeschichte. Und aber mit dieser Qualifikation war ich beruflich natürlich jetzt nicht unbedingt prädestiniert, irgendwie was Vernünftiges zu machen. Und deshalb blieb mir nichts anderes übrig, als Unternehmensberater zu werden. Und das war dann in den 90er Jahren. Damals war das so ein bisschen Mode, dass man so philosophisch auch sich in Frage stellen lassen wollte in größeren Unternehmen. Und da war ich dann als so eine Art Querfrager, Quertreiber, der die Leute immer provoziert hat mit Fragestellungen, die nicht aus den betriebsinternen
Perspektiven gestellt wurden, sondern die mehr von außen kamen, aber die dann oft dazu führten, dass die Leute dann doch feststellten, dass sie eigentlich gar nicht so genau wissen, was sie eigentlich tun und sich mal wirklich ernsthaft mit sich selbst beschäftigen mussten. Und dabei habe ich sie dann unterstützt. Okay. Eine Frage, die mir jetzt gerade durch den Kopf geht die ganze Zeit. Wie gab es im 18. Jahrhundert oder welche Form hatten im 18. Jahrhundert Pornos gehabt? Weil ich meine, sowas wie Videomaterial war da ja noch nicht so verbreitet, weil da waren die Computerleistungen ja noch nicht so hoch und das Internet auch noch nicht so gut ausgebaut. Ja, also abgesehen von YouTube gab es das, was es heute eben auch gibt, ne? Das, also es gab in Wort und Bild. Ne, es gab da, es gab pornografische Literatur, da hat sich alles dran beteiligt, was damals Rang und Namen hatte, vom Voltaire über Diderot bis Mirabeau, und zwar Hardcore-Pornos, bei deren Lektüre auch Beate Use noch rot werden würde. Das hat einfach, sagen wir mal, philosophisch, wenn ich das kurz ausholen darf, und die Aufklärung, das Ziel der Aufklärung war die Beanspruchung eines irdischen Glücks. Bis dahin galt Glück als eine Fiktion für das Paradies. Die Welt und das irdische Leben waren dafür da, dass man sich im Diesseits qualifiziert, und zwar durch Verzicht, Entsagung und dergleichen, für das jenseitige Paradies. Der große Anspruch der Aufklärung aber war im 18. Jahrhundert, vor allem in Frankreich, wir wollen das Paradies schon auf Erden haben. Und das war natürlich eine unglaublich provokative Infragestellung der herkömmlichen Theologie, aber auch der herkömmlichen gesellschaftlichen Ordnung. Und die Speerspitze dieser allgemeinen Aufklärung war die sexuelle Aufklärung, die sagte, wir wollen das Glück im eigenen Körper haben. Und das war natürlich die größte Provokation der theologischen Tradition, wo die Körperlichkeit ja immer im Gegensatz zum Geist gestanden hat. Also der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach und so weiter. Also durch das Fleisch waren wir immer verführt zur Sünde und deshalb eben gerade das Gegenteil auf dem Weg zum Paradies, sondern die Abkehr vom Paradies. Und die haben das eben radikal in Frage gestellt und haben gesagt, wir wollen auf Erden schon glücklich sein und wir wollen uns auch unsere eigene Leiblichkeit erfreuen. Und das war natürlich eine radikale Infragestellung der ganzen vorherigen Tradition. Und das wurde dann durchexerziert in vielen Romanen, in Theaterstücken. Also das hat da wirklich auch eine große Tendenz gegeben, solche Liebhaberstücke dann in geschlossenen Kreisen, aber auch bei Hofe aufzuführen. Und es gab auch eine sehr große pornografische Ikonografie. Es gab also viel Bildmaterial aus der damaligen Zeit. Ah, okay. Das heißt, da wurden praktisch das, was man heutzutage dann als Videos hatte, wurde damals als Theaterstück praktisch aufgeführt, oder? Genau. Ja, das hing dann natürlich also von der, sagen wir, von der Performancefähigkeit der Protagonisten ab, wie weit die literarischen Vorgaben dann auch in der Praxis dann umsetzen ließen. Ja. Aber soweit das bezeugt ist, und ich habe das ja sehr, sehr gründlich studiert, extra in Paris vor Ort, in der Bibliothèque Nationale, in einem abgetrennten Raum in der Bibliothèque Nationale, der ist l'Enfer. Das ist eine Abteilung, die Napoleon eingeführt hat in der Nationalbibliothek. Und da sind alle erotischen und politisch verdächtigen Schriften untergebracht. Und die wurden mir dann alle dann immer gebracht. Und den musste man dann lesen, sozusagen mit Händen auf dem Tisch. Okay, interessant. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so ein tiefgründiges Thema ist. Also fand ich jetzt echt spannend, so diesen kurzen Ausblick, wie sagt man, Ausritt in die Geschichte? Nee, das wäre jetzt wieder zweideutig. Ja. Egal. Nein, das hat sehr viel mit uns heute zu tun. Also wie gesagt, mein Ausgangspunkt war einfach die Beobachtung, es ist doch eigentlich komisch, wie öffentlich und tabulos wir hier Sexualität anscheinend allgegenwärtig haben in unserer Gesellschaft, aber gleichzeitig die Leute alle unglaublich triebkontrolliert rumlaufen. Und da habe ich an der Literatur des 18. Jahrhunderts nachweisen können, dass damals schon bei dieser ersten sexuellen Revolution alles auch gleichzeitig darauf abzielte, die eigene Triebsteuerung immer mehr in die eigene Hand zu kriegen, als Voraussetzung dafür, dass man sich äußerlich enthemmt zeigen durfte. Okay, spannendes Thema auf jeden Fall. Ja. Nicht schlecht. Okay, cool. Das heißt, du hast das praktisch vertieft, hast das studiert, bist danach dann Unternehmensberater geworden. Ja. Und dann war dir die Unternehmensberaterei irgendwann zu langweilig und hast dir gedacht, nein, jetzt muss ich die Massen inspirieren und setz mich jetzt hin und schreibe einen Bestseller, oder? Na, also ganz so einfach war das auch nicht. Also erstmal Unternehmensberater bin ich auch geworden, also wie die Jungfrau zum Kind bin ich dazu gekommen. Es gab, ich habe einmal von meiner Doktorarbeit profitiert, als ich nämlich etwas für den Playboy gemacht habe.
ein Heft für den Playboy. Da war ich dann sozusagen als staatlich geprüfter Erotologe dann ein gefragter Mann. Aber dieses Heft war kein richtiges Playboy-Heft, sondern ein Heft über den Playboy als Plattform für Werbung. Und man wollte mit diesem Heft nachweisen, dass also es sich lohnt für Unternehmen, werbetreibende Unternehmen, ihre Werbung im Playboy zu platzieren. Das habe ich zusammen mit einem Freund in München gemacht, Stefan Triller, der da eine kleine Kommunikationsagentur betrieb. Und der hatte mich gefragt, ob ich da mitmachen will. Mhm. Und dadurch wurde ein Marketingprofessor auf mich aufmerksam und ehemaliger Generaldirektor von Mövenpick, Kasimir Maja, ein gebürtiger Ungar. Und der hat mich dann gefragt, ob wir nicht zusammen ein Buch schreiben wollten über Visionen im Management und Marketing. Er suchte damals direkt, also ganz entschieden, jemand aus der philosophisch-kulturhistorischen Ecke als Gegenpart zu ihm als Ökonom. Und ich war damals in einer Lebensphase, wo mein Motto hieß Learning by Earning. Ich habe alles Mögliche ausprobiert und gemacht und ich war jung und brauchte das Geld. Und Wirtschaft war mir immer sympathisch. Das ist ja ein Ort, wo es kühle Biere gibt. Und deshalb, warum nicht mal ein Buch über Wirtschaft schreiben? Ja. Und das haben wir dann gemacht und daraus hat sich dann diese unternehmensberaterische Tätigkeit entwickelt. Und der hat mich dann da ins kalte Wasser geschmissen und mich da vor 1000 Leuten auftreten lassen und solche komischen Sachen, wo ich also die Hosen gestrichen voll hatte. Mhm. Und aber irgendwie hat das dann funktioniert. Aber ich hatte während meines Studiums, habe ich mir die, und auch während der Promotionszeit, habe ich mir Geld verdient mit Übersetzungen von, also Buchübersetzungen, literarische Übersetzungen. Und das hatte einen sehr... Es wurde uns miserabel bezahlt, hatte aber einen sehr schönen Effekt, nämlich, dass man abends immer gesehen hat, was man tat. Das war damals noch eine Zeit, wo man mit auf der Schreibmaschine schrieb. Und abends hatte ich immer so einen Stapel von 10, 12, 15 Seiten. Und das war mein Tagwerk. Und das war so befriedigend, wie wenn man morgens anfängt, eine Wand zu bemalen und abends ist die Wand frisch gestrichen. Mhm. Ja, und das hat mir bei dieser Beratertätigkeit hat mir das total gefehlt, dass ich eigentlich am Ende des Jahres gar nicht mehr wusste, was ich gemacht habe. Hier ein bisschen beraten, da einen Vortrag gehalten, da ein bisschen Seminar gemacht, da dann auch vielleicht ein bisschen als Ghost Reden geschrieben für Vorstände und dergleichen. Aber ich konnte eigentlich meine Tätigkeit, mein Leben, meine Lebensspur, meinen Lebensfaden, konnte ich eigentlich nur noch anhand meiner Kontoauszüge lesen, was ich wann wo gemacht habe. Und das fand ich zutiefst unbefriedigend. Ich hatte das Gefühl, ich hinterlasse keine Spur im Leben. Und es war jetzt nun durchaus gar nicht so, dass ich von vornherein gesagt habe, ich werde unbedingt jetzt Schriftsteller. Das war überhaupt nicht mein Traum, sondern ich habe eigentlich schon sehr früh, noch während meines Studiums, da habe ich für Verlage gearbeitet und die haben dann auch oft gesagt, ja, schreib doch mal selbst ein Buch, statt immer nur zu übersetzen. Mhm. Da habe ich gesagt, nee, ich übersetze lieber gute Bücher, als dass ich selber schlechte schreibe. Und meine Kritiker sagen, ja, wäre man bei dem Standpunkt geblieben. und die Begründung dafür war, ich habe der Welt nichts mitzuteilen. Mhm. Aber es gab dann einen Augenblick, wirklich einen Augenblick. Es hört sich total kitschig an, aber ich kann nur beschwören, es war wirklich so. Mhm. Es gab einen konkreten Augenblick, in dem ich Schriftsteller wurde. Und das war am 19. August 1989, also ziemlich genau vor 30 Jahren, am 19. August 1989 um 21.45 Uhr. Da wurde ich Schriftsteller. Okay, was ist da passiert? 21.45 Uhr, Heute-Journal. Und das Heute-Journal machte am 19. August 1989 mit den Bildern der Menschen auf, der DDR-Bürger, die in Ungarn durch den Zaun gedrängt sind. Mhm. Hast du vielleicht auch noch präsent, oder bist dafür zu jung? Wenn ja, danke. Und in dem Augenblick war mir klar, hier endet eine Epoche, in der ich groß geworden bin. Mhm. Nämlich die Zeit des Kalten Krieges und des Eisernen Vorhangs. Der Eiserne Vorhang, der war ja damals nur noch in Gestalt von diesem Maschendrahtzaun da in Ungarn, wo die Leute dann da durchgedrängt sind. Mhm. Und da fiel mir eine Geschichte, also die Grundzüge einer Geschichte ein, die ich selbst gerne gelesen hätte. Ich habe gar nicht zuerst daran gedacht, die zu schreiben. Nämlich eine Familie kommt irgendwann gegen Kriegsende nochmal an irgendeinem Punkt in Deutschland zu einer Familienfeier, am besten zu einer Hochzeit, wo zwei Menschen sich für das Leben miteinander versprechen. Kommen sie da zusammen irgendwo in Deutschland, wo der Krieg noch nicht zu spüren ist, und dann schlägt die Faust Gottes in Gestalt des Kriegsendes in diese Familie hinein, versprengt die Mitglieder der Familie über ganz Deutschland. Und diese Mitglieder der Familie brauchen dann 50 Jahre, um wieder von Ost und West zusammenzufinden. Also die Geschichte des geteilten und wiedervereinten Deutschlands am Beispiel einer Familie. Okay. Und das war meine Uridee,
zu dem Roman Das Bernstein-Amulett. Mhm. Und das hat dann aber 10 Jahre gedauert, bis ich den dann wirklich zu Papier gebracht habe, weil ich da in der Zeit dann eben aus familiären Gründen, ich hatte geheiratet und wir hatten eine kleine Tochter und ich brauchte Geld. Und da kam dann eben diese Möglichkeit, die Unternehmensberatung, in die Unternehmensberatung einzusteigen. Und da habe ich gutes Geld verdient und konnte meine Familie ernähren. Und aber diese Idee, die ist in mir einfach nicht tot zu kriegen gewesen. Und das war eine ganz komische Entwicklung. Ich habe dann damals in dieser Zeit mich auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt als Unternehmensberater und habe dann ein Büchlein geschrieben, das hieß 7 Wege zum Misserfolg, weil man muss ja über das schreiben, worin man sich auskennt, und Misserfolg kannte ich. Und in diesem Buch habe ich so steile Thesen vertreten wie, das Leben ist zu kurz, um es mit Geld verdienen zu verplempern, mhm, und man soll sich nur mit dem beschäftigen, was man mit heißem Herzen tut. Und während ich das schrieb, wurde mir immer mulminger zumute, weil ich merkte, ich predige Wein, schlürfe selbst aber Wasser. Weil ich verplemperte ja mein Leben damit, Geld zu verdienen, indem ich da über Land zog und solche Weisheiten von mir gab. Tatsächlich aber diese brennende Idee in mir von diesem Roman, von dieser Geschichte, ganz lange unterdrückt habe. Und so habe ich mich wieder mit diesem Buch, das ansonsten mehr oder weniger am Flop gewesen ist, habe ich mich selbst therapiert und habe gesagt, ich nehme jetzt 1 Jahr Auszeit und schreibe diesen Roman, weil ich sonst, wenn ich so mit 70, 80 Jahren auf mein Leben zurückschaue, werde ich das Gefühl haben, dass ich an einer ganz entscheidenden Stelle in meinem Leben gekniffen habe. Mhm. Und das wird mich fix und fertig machen dann im Alter. Und deshalb, ich will es wenigstens ausprobieren, ob ich das hinkriege. Ja gut, nachvollziehbar. Also ich glaube auch, dass das wirklich bei vielen so ist. Das heißt, du hast dann das Buch geschrieben und bist seitdem dann auch Schriftsteller geblieben. Genau. Na, dann ist das Buch ist gar nicht vom Start weg ein Erfolg gewesen, sondern das wurde dann erst auf den sogenannten Nebenmärkten ein Erfolg, bei Reader's Digest, bei Weltbild und dann natürlich, als die große deutsche Film- und Fernsehproduzentin Regina Ziegler den Stoff entdeckte und die hat den dann als Zweiteiler für die ARD verfilmt. Und das hat natürlich dem Buch dann wiederum einen großen Schub gebracht. Und seitdem kann ich von der Schriftstellerei dann leben. Wie funktioniert das überhaupt, wenn ein Buch dann verfilmt wird? Welche Rechte gibst du ab und wie partizipiert man als Ideengeber und als Autor an dieser Verfilmung? Ja, es ist eine komplizierte Sache. Wenn man die Verfilmungsrechte abtritt, verkauft man im Grunde seine Seele. Okay. Das war mir damals noch nicht so klar, aber das heißt eigentlich, die können damit machen, was sie wollen. Und man hat dann keinen weiteren Einfluss darauf. Dann wird ein Drehbuchautor mit der Entwicklung des Stoffes zur Übertragung in das andere Medium beauftragt. Als Autor sieht man dann eigentlich überhaupt nichts mehr davon, bis dann das fertige Produkt dann da ist. So war das bei meinem ersten Versuch. Inzwischen ist das ein bisschen anders. Gerade zur Zeit wird mein Roman Unsere wunderbaren Jahre von der UFA für die ARD als Dreiteiler verfilmt. Da werde ich einbezogen und habe zwar kein juristisches Mitspracherecht, aber man nimmt mich sehr ernst und ich habe schon bei der Drehbuchentwicklung mit Einfluss genommen, habe darauf hingewiesen, wo ich meine, dass die Abweichungen nicht gut sind, bin aber auch oft mitgegangen, wenn ich das Gefühl hatte, ja, bei der Übersetzung ins Filmische müssen auch andere Erzählweisen ausprobiert und zum Tragen kommen, dass man das nicht alles eins zu eins machen kann. Ne? Und da haben wir dann heftig uns drüber ausgetauscht, was auch manchmal wehgetan hat, aber was dann, glaube ich, dann doch zu einem uns alle befriedigenden Ergebnis geführt hat. Also der Film ist jetzt in der Postproduktion und wird 2020 ausgestrahlt. Aber das, was jetzt ich so an ersten Mustern gesehen habe, ist sehr vielversprechend. Aber jetzt geht es bei neuen Stoffen, gehe ich nochmal einen Schritt weiter und sage, nee, ich möchte sozusagen da auch ein bisschen mit ins unternehmerische Risiko gehen. Ich habe zusammen mit einem Cousin, der sehr erfolgreich im Bereich Unternehmensbeteiligung tätig ist, haben wir eine kleine GmbH gegründet, die heißt Fette Vettern und beschäftigt sich eben mit der
mit dem Versuch, meine Stoffe in den Film- und Fernsehbereich hineinzubringen. Und da wir dann, da treten wir dann sozusagen zumindest in der Vorentwicklung der Stoffe als Mitproduzenten auf. Ich komme gerade aus von einem Gespräch in Berlin, war ich gestern den ganzen Tag mit drei anderen Produzenten, wo wir so eine Produktionsgemeinschaft gründen zur Verfilmung eines anderen Stoffes. Okay, das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Aber durch diese neue Konstruktion, dass ich nicht als Autor, sondern als GmbH da im Spiel bin, habe ich dann eine ganz andere Möglichkeit, da in die ganze Stoffentwicklung und in die ganz wesentlichen Fragen mitzubestimmen, eben wer soll die Drehbuchentwicklung machen, welche Regisseure kommen in Frage und so weiter, was aber natürlich dann auch eine gewisse finanzielle Beteiligung voraussetzt, denn wer zahlt, der befiehlt. Ja, das ist eine alte Weisheit, die war schon immer so. Du hast jetzt gesagt, du bist dann komplett war der Schritt praktisch zum Autor, den hast du jetzt erklärt, und jetzt geht es ja eigentlich vom Autor sogar schon fast so in Richtung eher Unternehmer, also oder Autor und Unternehmer. Jetzt ist ja diese Thematik, Autor zu werden oder Bücher zu schreiben, das ist ja zumindest von meinem subjektiven Empfinden ein Thema, was irgendwie immer moderner wird, gerade jetzt mit der Vereinfachung durch die ganzen Self-Publishing-Tools, die es im Internet halt gibt, will jeder irgendwelche Bücher schreiben und alle träumen natürlich vom großen Reichtum. Wie ist es bei dir? Wann hast du angefangen, deine Goldbarren und die Millionen und das ganze halbe Bernsteinzimmer in der Schubkarre nach Hause zu fahren? Das liegt noch in ferner Zukunft vor mir. Soweit bin ich längst nicht. Okay. Also es ist immer eine große Illusion. Die Leute hören dann irgendwie so und so viele Millionen Bücher weltweit verkauft oder sowas. Aber man muss sich das ja vergegenwärtigen. Wir Autoren bekommen ja nur Brosamen von dem, was im Buchhandel verkauft wird. Also wenn ein Buch im Buchhandel da liegt und kostet 20 Euro, dann ist der Buchhändler viermal so stark an dem Gewinn beteiligt als der Autor. Man kann sogar sagen, also je weiter es vom Produzenten weggeht im Buchhandel, umso größer ist die Gewinnspanne. Ja, das hat natürlich auch seine ökonomische Berechnung. Ein Buchhändler, also ich als Autor investiere nur meine Zeit, der Buchhändler muss ein Ladenlokal betreiben, der muss Angestellte unterhalten, der braucht die Geschäftseinrichtung, der hat die laufenden Kosten und so weiter. Na, aber es ist so, dass er das Vierfache von dem partizipiert, was ich als Autor bekomme. Also das heißt, also um es mal ganz knochenhart zu sagen, es gibt eine Untersuchung, die zeigt, dass 5% der Autoren, die einen Vertrag haben, also nicht alle Menschen, die schreiben, sondern die einen Vertrag haben und die Tantiemen bekommen, von denen können nur 5% davon leben, und davon leben ist definiert als 1 Euro mehr als Hartz IV. Das heißt, es ist ein Hungerleiderberuf. Und jemand, der Bücher schreibt zu dem Zwecke des Geldverdienens, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Na, also das kann man nun wirklich wesentlich leichter in irgendwelchen anderen Berufen haben, sondern das ist eine Lebensentscheidung. Da muss man sich fragen, worauf kommt es mir an in meinem Leben? Bin ich bereit, dieses Risiko zu gehen, dass ich auch wirklich Taxi fahren muss, um mir meinen eigentlichen Beruf oder meine eigentliche Berufung, nämlich die Schriftstellerei, leisten zu können? Oder kann ich mich sonst irgendwie finanzieren? Deshalb sind also 90%, mindestens 90% aller publizierenden Autoren haben noch irgendeinen Brotberuf als Richter, Lehrer, Psychologe, weiß der Kuckuck was. Aber was begeistert dich denn dann an dem Beruf des Autors? In zwei Worten gesagt, Gott spielen. Ah, okay. Da bin ich Herr des Geschehens. Alle Figuren sind meine Kreation. Alles, was passiert, ist meine Kreation. Wie die einzelnen Figuren sich entwickeln, entscheide ich allein. Wie die einzelnen Figuren sich miteinander verwandeln, sich morden, lieben, hassen, hetzen, beneiden, vermehren, was auch immer sie miteinander anstellen, es ist alles meine Entscheidung. Ich habe darin eine Freiheit, wie ich sie sonst nirgendwo habe, wobei natürlich auch dieses Übermaß an Freiheit, wie im wirklichen Leben auch, natürlich auch immer ein Übermaß an Verantwortung ist, weil jede Entscheidung, die ich treffe in meiner Geschichte, bedeutet den Ausschluss von vielen, vielen tausenden anderen möglichen Entscheidungen. Und deshalb ist nicht so schwierig wie der Anfang einer Geschichte. Na, Hermann Hesse hat angeblich mal gesagt, allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ich würde das korrigieren und sagen, allem Anfang wohnt ein Zaudern inne. Weil man immer, wenn man eine Entscheidung trifft, weiß man, das ist jetzt eine Festlegung, die alle anderen Möglichkeiten wieder ausschließt.
Ja, und gleichzeitig sind alle miteinander verflochtenen Entscheidungen multiplizieren sich exponentiell wie die Reiskörner auf einem Schachbrett, ne, dass so unendlich viele Möglichkeiten aus jeder Möglichkeit hervorgehen, ne, dass man oft meint, dass einem der Kopf platzt. Aber trotzdem unterm Strich, es ist ein wunderbares Gefühl, ne, eine ganze Welt zu erschaffen. Ne, ich bin ja, wenn man das mit dem Film vergleicht, ich bin ja sozusagen eine ganze Unit, bin ich ja für mich allein. Ich bin Regisseur, der den Erzählton finden muss. Ich bin der Drehbuchautor, der die Geschichte erfindet. Ich bin der Requisiteur, der die Landschaft dahinstellt. Ich bin der Kostümbildner, der die Leute in bestimmten Kleidern auftritt. Mhm. Ich bin für alles zuständig. Ja. Diese ganze Welt ist ausschließlich und allein mein Produkt. Und das ist zum Verzweifeln, wenn es nicht klappt, was permanent der Fall ist. Aber es ist großartig, wenn es aufgegangen ist. Wenn du ein Buchprojekt anfängst, hast du da von Anfang an schon gleich das Ende und die gesamte Geschichte im Kopf? Also auch welche Figuren da alle mitspielen? Oder ist das wie im wahren Leben, dass die Geschichte wirklich auch in deinem Kopf anfängt zu leben und du noch gar nicht weißt, wie die Entscheidung oder was in 2 Wochen oder im nächsten Kapitel passiert? Wie funktioniert das? Es ist genau beides von dem, was du ansprichst. Also die Uridee, die ist immer so, wie ich das gerade bei dem Bernstein-Amulett beschrieben habe. Das kommt über einen wirklich aus buchstäblich heiterem Himmel. Und ich frage mich immer, ist das eine Segnung von Gott oder eine Strafe? Weil Segnung, ja, man kriegt eine Idee geschenkt, aber Strafe anschließend bedeutet das 1, 2, manchmal 3 Jahre harte Arbeit in der Ausführung. Also diese Uridee, das ist wie eine Epiphanie, das ist ein Geistesblitz. Ne? Da sind so die ganz entscheidenden Etappen sind da drin. Na, und danach kommt dann eine Phase der Entwicklung, der Stoffentwicklung. Ja, wie ist denn jetzt? Wer heiratet jetzt, wenn ich beim Bernstein-Amulett bleibe? Ne? Was mit einer Hochzeit anfängt? Wer sind denn die beiden Menschen, die da heiraten? Wo kommen die her? Was haben die für einen Hintergrund? Was haben die für Freunde, für Verwandte? Was ist deren einzelnes Lebensziel? Na, wie lassen sich die Lebensziele miteinander verbinden von denen, die sich da lieben? Wie ist das eingebettet in eine historische Zeit? War das möglich, wenn man das wollte? Wir sind ja in der Kriegsphase, da konnte man ja nicht mal tun und lassen, was man will. Na, und so ist das dann immer so ein Wechselspiel zwischen Imagination, die emotionale, fiktive Geschichte vorantreibt, und gleichzeitig die Einbettung in die Realität, weil meine Geschichten spielen ja nicht im Wolkenkuckucksheim oder im Phantasialand oder Disney World, sondern in einer tatsächlichen, historisch gegebenen Zeit und sollen auch etwas erzählen über diese Zeit. Und das kann man am besten tun, wenn sich die individuellen Wünsche, Sehnsüchte, Ängste, Hoffnungen der Protagonisten, der Menschen in Reibung befinden zu den Zeitläuften. Denn dann beweist sich ja erst, aus welchem Holz die einzelnen Figuren geschnitzt sind, ne, ziehen sie den Kopf ein bei sich gebenden Widerständen oder lassen sich was einfallen. Und das ist übrigens auch was ich hatte mal so eine kurze Phase, wo ich sowohl Unternehmensberatung als auch schon, da hatte ich ein Drehbuch mal geschrieben, auch als Schriftsteller tätig war. Da habe ich mich gefragt, ja, wie lässt sich denn das miteinander vereinen? Da habe ich immer gesagt, also Schreiben ist eigentlich Leben. Und Unternehmensberatung ist eigentlich auch nichts anderes als eine gute Geschichte erfinden. Es geht immer um 4 Fragen. Ob in meinem eigenen Leben, in einer fiktiven Geschichte oder in der Unternehmensberatung. Erste Frage, wer ist der Held? Na, den zu identifizieren ist oft gar nicht so leicht. Also bei der Unternehmensberatung denkt man immer, ja, das ist der Chef. Nee, oft ist das die Sekretärin, die der eigentliche Held ist. Den muss man erstmal identifizieren und rausfindig machen. Wer hat denn eigentlich in Wirklichkeit den Hut auf? Zweitens, was ist das brennende Ziel? Was will der Held, den ich jetzt erfunden habe, wo möchte der hin? Der möchte vielleicht eine Bank ausrauben oder der möchte eine Frau ehelichen oder der möchte ein Unternehmen gründen oder was auch immer. Na, genauso in der Unternehmensberatung, was ist denn unser Ziel? Ja, da haben die Leute mir immer geantwortet, ja, Gewinnmaximierung, ja, das ist kein Ziel, das ist eine Trivialität, ja. Sondern was ist das Besondere, was ihr macht, was kein anderer macht? Na, was unterscheidet euch von euren Konkurrenten? Worin seid ihr besser? Worin seid ihr schlechter? Was könnt nur ihr? Was ist die Vision? Was wollt ihr in 10 Jahren sein? Und so weiter. Solche Fragen. Und dann, wenn man erst definiert hat, wer ist der Held, und ein Ziel definiert hat, im Sinne einer Vision, eines großen Lebensausgriffs, na, dann erst gibt es Probleme. Wenn ich keine Ziele habe, gibt es auch keine Probleme. Klar. Und Probleme ist immer das, was sich zwischen mir und meinem Ziel in den Weg stellt. Und da zeigt sich dann eben in meinem eigenen Leben, in einer fiktiven Geschichte und auch in einer Unternehmensentwicklung, ne, schreckt man vor dem Problem zurück,
schert man aus, versucht man es zu umgehen oder versucht man es produktiv und kreativ zu nutzen, damit es einen weiterbringt auf dem Weg zum Ziel. Wie schaffst du das, die Figuren auseinanderzuhalten oder die die nicht zu verwechseln, also keine Ahnung, bei irgendeinem romantischen Part, bei zwei Figuren, wo der eine dann sagt oder weiß, von wegen, die Frau hat braune Augen und irgendwie im Kapitel 18 sagst du aber auf einmal, er schaut ihr in ihre tiefblauen Augen. Also ja, das ist ein Anfängerfehler. Okay. Sowas vermeidet man, indem man sich am Anfang dann auch ein bisschen eine Figurenskizze macht. Okay. Und da schreibt man dann Charaktereigenschaften rein. Sind natürlich diese äußerlichen Merkmale, Haarfarbe, Augenfarbe, Gesichtsform, dick, dünn, aber auch ein bisschen, was weiß ich, zu irgendwelchen kleinen Marotten, Fingernägel kauen oder so etwas. Ne? Also dass man muss versuchen, die Figur so klar und präzise für sich selbst vor Augen zu bringen, weil das ist nicht nur, damit einem solche Schnitzer nicht unterlaufen, sondern das ist auch, dass die Figuren an Authentizität gewinnen und Leben gewinnen. Und wenn das der Fall ist, dann führen einen die Figuren, das hört sich jetzt ein bisschen mystisch an, dann führen einen die Figuren oft durch die eigene Geschichte. Okay. Weil das Schreiben ist ja ein sehr merkwürdiger Prozess. Ich erfinde eine Figur, konfrontiere diese Figur mit Problemen, die ich meinerseits wieder erfunden habe. Aber je öfter ich die von mir erfundene Figur durch von mir erfundene Probleme laufen lasse, umso mehr lerne ich diese Figur kennen, dass ich ganz genau weiß, was sie tut und was sie nicht tut. Und es ist oft so, dass ich am Anfang in der Konzeptionsphase dramaturgische Wendungen mir habe einfallen lassen, die für sich genommen spannend und interessant sind. Aber wenn ich mich dann in die Figur beim Schreiben richtig hineinfallen lasse, merke ich, nee, das würde der nicht tun. Ist zwar eine gute Idee, passt aber nicht zu dem. Okay. Und da habe ich früher immer regelmäßig Schreibblockaden gekriegt, wenn sozusagen die Dramaturgie und die Psychologie nicht mehr zusammenpassen. Heute mache ich es anders. Ich vertraue dann ganz meiner Figur. Wenn ich die dann so kenne, dann lässt die sich schon was einfallen, was ihr entspricht. Mhm. Und schwuppdiwupp geht's auf eine viel originellere und der Figur entsprechendere Weise weiter. Und dann erfüllt sich das, was eigentlich für die Literatur, aber eigentlich auch für jeden Werbegag und für jeden Unternehmenscoup immer das Entscheidende ist. Nämlich die Deckungsgleichheit von Überraschung und Logik. Es muss etwas sein, was für den Außenstehenden, sei es für den Leser, sei es für den Konsumenten eines Produktes, überraschend ist. Das ist der Kick der Sache, aber aus der inneren Logik der Figur oder des Unternehmens heraus eigentlich ganz logisch ist, weil es seiner eigenen Wesensart entspricht. Okay. Machst du da, also finde ich erstmal ziemlich spannend. Ich habe mir das gar nicht so komplex vorgestellt bisher. Gibt es dafür dann heutzutage auch bestimmte Tools, die man nutzt? Oder kann ich mir das wirklich ganz klassisch vorstellen, du hast einfach ein Blatt Papier oder ein Word-Dokument und fängst einfach an zu schreiben, okay, hier haben wir jetzt den Tom, der Tom ist so und so groß, hat die und die Haar- und Augenfarbe und die Marotten? Ja, oder? Also entscheidend sind natürlich immer erstmal die Handlungseinfälle. Ne? Wo fangen die an? Also wo positioniere ich die am Anfang einer Geschichte? Was ist deren Triebfeder? Eben der Traum, die Vision, ne, das brennende Ziel? Na, hinter dem sie herrennen. Und wenn ich das habe, na, dann entwickelt sich das so peu à peu. Ich mache mir das dann erstmal so ein bisschen skizzenhaft, na, dass ich da so in ein, zwei Sätzen so die Szenen nur hintereinander stelle, wie so Bilder. Na, und das ist dann ein Konzept, dass ich da den Handlungsbogen schon mal entwerfe und auch darin entwerfe, wie die Figuren sich für sich jeweils entwickeln, aber auch wie sie sich in Beziehung zueinander entwickeln und wie sie auch in den Zeitläufen funktionieren. Und dann erst setze ich mich hin und schreibe das dann Szene für Szene aus und das dann auch hintereinander weg und nochmal zurückkommt auf deine Frage, wie halte ich die auseinander? Also Grundvoraussetzung für einen guten Autor ist, sagen wir mal, eine gesunde Basisschizophrenie. Na, wenn ich die nicht habe, na, da kann ich ja keinen Dialog schreiben. Klar. Na, weil dann sagt der eine, ja, das so finde ich es genau gut. Sagt der andere, ja, klar, ich auch. Na, und dann, sondern das müssen ja widersprüchliche Meinungen aufeinanderprallen. Und je mehr von diesen Teufeln und Dämonen ich in meinem Busen habe, umso besser. Na, und das ist auch das Schöne an diesem Beruf, na, dass ich sozusagen all die verborgenen Triebkräfte, auch die unsympathischen Dinge, ausleben darf. Ne? Also ich sitze ja hier, äußerlich betrachtet, habe ich ja den langweiligsten Job der Welt. Ich sitze am Schreibtisch und gucke Löcher in die Luft und ab und zu bewegen sich meine Finger und hauen was in die Tastatur. Na, aber tatsächlich, was mache ich? Na, ich erobere Kontinente. Na, ich mache Revolutionen. Ich morde, stehle, ehebreche, vergewaltige, bringe Leute um, klaue, breche in Banken ein. Alles das. Und was passiert? Kommt die Polizei. Im Gegenteil, ich kriege doch Geld dafür. Und zwar, je schlimmer ich es treibe, umso mehr. Ja. Na, und ich muss
wirklich sagen, es ist schon auffällig, meine Frau hat mich mehrmals darauf hingewiesen, dass meine Schurken mir meistens am besten geraten, weil die irgendwo unterdrückt in mir sitzen. Ja. Oder jetzt in meinem aktuellen Roman, eine Familie in Deutschland spielt in der Nazi-Zeit. Ne? Und ich habe schon immer eine böse Faszination seit meiner Kindheit, eine böse, dunkle Faszination für die Nazis empfunden. Mhm. Schon als Kind habe ich mir die Bilder von Goebbels und Hitler und Göring angeguckt. Und ich weiß nie, was aus mir geworden wäre, wenn ich in der Zeit gewesen wäre. Das ist ein Lebensthema bei mir. Ich habe mich mein ganzes Leben mit dieser dunklen deutschen Zeit beschäftigt, unter dieser Frage, was wäre aus dir geworden? Und das habe ich jetzt in diesem Roman, eine Familie in Deutschland, versucht, in einer multiperspektiven Geschichte, wo in einer Familie alle möglichen Vertreter der damaligen Zeit zusammenkommen, und zwar vom Tag der Machtergreifung bis zur Kapitulation, ein großes Panorama der Nazizeit, wo alle Lebensoptionen miteinander in Beziehung treten. Und auch da ist dann wieder festgestellt worden von meinen Erstlesern, dass mir also gerade die Schurken, also die übelsten Nazi-Typen da am meisten gelungen sind. Mhm. Deshalb, bin heilfroh, dass mir diese Bewährungsprobe persönlich erspart geblieben ist, dass ich nicht in diese Zeit der Barbarei hineingeboren worden bin, sondern mitten in das Wirtschaftswunder hinein, 1955 im Sauerland in the middle of nowhere. Und ich da dann eigentlich nie genötigt gewesen bin, richtig Farbe zu bekennen, weil wenn man in so eine prosperierende Zeit hinein geboren wird, fällt es wahnsinnig leicht, ein anständiger Mensch zu sein. Aber wenn man in eine Zeit der Barbarei, wie sie hier in Deutschland zwischen 1933 und 1945 geherrscht hat, wenn man da hineingeboren wird, dann ist es, das habe ich beim Schreiben dieses Romans gemerkt, unglaublich schwierig, auch nur ein halbwegs anständiger Mensch zu bleiben. Das glaube ich. Also darum finde ich das auch immer so unfair, wenn man heutzutage rückblickend sagt, von wegen, ja, die bösen Nazis und alle über einen Kamm schert, wo ich mir sagen kann, das sind im Endeffekt unsere, ich sag mal, Großeltern, Urgroßeltern und sowas, die kommen aus der Zeit oder Eltern, je nachdem, was ja nicht heißt, dass alle Menschen zu der Zeit böse waren. Und hier jetzt aus dem warmen Wohnzimmer sich darüber ein Urteil zu erlauben, das ist relativ einfach. Das ist genau wie wir auch. Genau, ich nenne das die Besserwisser-Perspektive von heute. Genau. Und ich versuche das aus dem Dunkel des gelebten Augenblicks herauszumachen. Ja. Und ich gebe ein Beispiel dafür. Das ist auch von der Wirtschaftsgeschichte ein wirklich interessantes Beispiel. Wir alle kennen den Volkswagen. Das ist das deutsche Auto schlechthin, der VW Käfer. Wir alle denken, ist eine Konstruktion von Ferdinand Porsche. Ja, so wie er in den Markt gekommen ist, war es das auch. Aber es hat bereits in den 20er Jahren einen jüdischen Autokonstrukteur namens Josef Ganz gegeben, der das Konzept des Volkswagens propagiert hat wie kein anderer, in den 20er Jahren schon es auch so genannt hatte, Volkswagen, der 1933 auf der Automobilausstellung in Berlin einen Prototypen dieses Volkswagens vorgestellt hat, ein kleines, windschlüpfriges, handliches Auto, Viersitzer, familienfähig, niedriger Verbrauch, also alles, was den VW auszeichnet, hat den sogar schon den Maikäfer genannt, wegen seiner Form. Und auf dieser Automobilausstellung, wo der jüdische Autokonstrukteur Josef Ganz diesen Prototypen vorstellt, hält Adolf Hitler zwei Wochen nach der Machtergreifung eine seiner ersten großen öffentlichen Reden und propagiert darin, dass also wie in Amerika das Model T, müsste es doch in Deutschland auch ein Auto geben, das für jedermann erschwinglich ist. Mhm. Und Josef Ganz, obwohl er Jude ist und jeden Tag hört, was die Nazis über ihn und seinesgleichen denken und was sie mit ihnen vorhaben, ne, hat Adolf Hitler empfangen wie einen, bejubelt wie einen Messias, weil der halt genau das Auto verlangte, das er ja selbst anzubieten hatte. Und er hat tatsächlich geglaubt, er würde einen Auftrag von der Reichskanzlei bekommen, um dieses nationale Projekt des Volkswagens zu bauen. Die Geschichte war dann ganz anders. Dem hat man die Bude auseinandergenommen, den mit Prozessen überzogen und vertrieben aus Deutschland. Der musste dann bei Nacht und Nebel in die Schweiz fliehen und schließlich sogar bis ans andere Ende der Welt nach Australien, weil er in der Schweiz auch noch einen Volkswagen bauen wollte als Konkurrenz zu Ferdinand Porsche. Mhm. Und da hat man ihn auch da noch weiter vertrieben. Na, aber das zeigt, wie man verführbar ist. Ja. Und zwar oft mit seinen eigenen Träumen. Ja. Ne, dieser Autokonstrukteur hatte nichts anderes vor sich als seinen Lebenstraum, einen Volkswagen zu bauen, ein Auto für jedermann. So hat er sogar ein Manifest geschrieben, das hieß so, das Auto für jedermann. Mhm. Und das vor Augen hat er alles ausgeblendet, was an den Nazis schlecht sein könnte. Ja. Und daran, wenn man das mal sieht, ne, dass selbst ein jüdischer Bürger damals den Nazis auf den Leim gehen konnte, ja, verführbar durch die eigenen Träume,
dann hat man vielleicht, steigt man ein bisschen herab von diesem hohen Ross, dass man heute sagt, ja, das hättet ihr doch alle wissen müssen. Ja, genau. Adolf Hitler hat ja in meinem Kampf alles aufgeschrieben. Ja, dann erwidere ich ja, das hat doch damals kein Mensch gelesen. Wer hat denn heute das Grundsatzmanifest der AfD gelesen? Auch kein Mensch. Ja. Klar. Ja, das ist richtig. Also es ist immer schwer, über vergangene Dinge oder auch über andere Dinge, nicht nur in der Vergangenheit, auch in der Gegenwart zu urteilen, wenn man nicht wirklich selber dabei ist. Das ist immer, finde ich immer sehr schade, wenn dann diese Besserwisser kommen und sagen, also ich hätte alles anders gemacht. Ich meine, genau. Dann beweg deinen Arsch und mach's halt anders, ne? Also zumindest, wenn es um die Gegenwart geht. Cool. Peter, wenn wir jetzt über die ganzen Sachen, das hört sich alles richtig toll an, wie das alles gelaufen ist, aber ist denn da auch mal ein so ein Fehler, also wirklich ein signifikanter Fehler mal passiert in der Zeit, wo du sagst, wow, das hätte jetzt echt nicht sein müssen? Nicht nur einmal, ganz häufig. Also jetzt mal in meinem Beruf als Schriftsteller, erinnere ich mich, ich hatte davon geträumt, mal ein Drehbuch zu schreiben. Und dann kam aus völlig heiterem Himmel kam das Angebot, ich sollte eine Vorabendserie für einen großen Fernsehsender schreiben. So heiter, lustig, beschwingt, so Intrigen an einem schönen Schauplatz, der touristisch bekannt ist, und da dann so komödienstadelartig was machen. Ich hatte ein total schlechtes Bauchgefühl, weil ich gesagt habe, ich gucke selbst doch nie so etwas an. Mhm. Na, wie kann ich denn etwas produzieren, was mir selbst nicht gefällt? Mhm. Aber alle haben auf mich eingeredet und haben gesagt, du willst doch immer ins Drehbuchgeschäft, jetzt mach das doch mal. Na, ich habe es gemacht, ich habe ein halbes oder dreiviertel Jahr habe ich da rumkrepiert, überhaupt nichts zu Papier gebracht, nur dummes Zeug. Eine Schreibblockade folgte der anderen. Schließlich musste ich wirklich den Offenbarungseid leisten und habe gesagt, mir fällt nichts Gescheites ein, ich muss das Geld zurückzahlen. Und das war kein Pappenstiel. Es war dann nicht nur, dass ich sozusagen damit gescheitert war, sondern das hat mir so einen Knacks gegeben, dass ich eine Zeit lang das Gefühl habe, ich kann überhaupt nichts schreiben, weil ich da so gescheitert bin. Aber woran bin ich denn gescheitert? Weil ich etwas gemacht habe, das mir gegen die eigene Natur ging. Und wie konnte es dazu kommen? Weil ich nicht auf meine innere Stimme gehört habe. Ich habe nicht meinem Gefühl vertraut, sondern nur den vernünftigen Sachargumenten. Du wolltest Drehbuchautor werden, hier hast du die Chance, also mach es. Nein, es muss auch alles zusammenstimmen. Und man muss ein gutes Gefühl dabei haben. Man muss selbst darauf gespannt sein. Und seitdem schreibe ich nur noch Bücher oder sonst, egal was ich schreibe, nach dem Leberwurstprinzip. Und nach dem Leberwurstprinzip heißt, ich hatte einen Onkel, der hatte eine Metzgerei. Mhm. Und Onkel Paul, und der hat immer gesagt, wenn du wissen willst, ob Metzger was taucht, frag ihn, ob er seine eigene Leberwurst isst. Na, und wenn er das tut, dann kannst du bedenkenlos alles von ihm kaufen. Okay. Und ich schreibe nur noch die Geschichten, auf die ich selbst neugierig bin, auf die ich selbst wirklich gespannt bin, bei denen ich es wissen will. So wie beispielsweise eine Familie in Deutschland, diese Geschichte der Nazizeit, weil das mich mein Leben lang interessiert hat. Und dieses Buch ist in zwei Bänden jetzt erschienen. Der zweite Band erscheint jetzt der erste ist vor einem Jahr erschienen, der zweite erscheint jetzt im September, und das ist ein Buch von insgesamt 1500 Seiten. Da hatte ich keine einzige Sekunde Schreibblockade. Wow. Okay, ja. Geile Story. Und vor allem eine wichtige Message und eine wichtige Lektion, die du uns daraus mitgegeben hast. Wunderbar. Peter, komm. Und den Fehler habe ich nicht nur einmal, ich habe ihn mehrmals gemacht. Ja, aber das war bei dieser Fernsehserie, das war sozusagen das Paradebeispiel. Mhm. Peter, kommen wir jetzt zu unserer Blitzlichtrunde. Hier stelle ich eine Reihe von Fragen, und deine Aufgabe steht darin, möglichst schnell, spontan und kurz, ich weiß, das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung jetzt, darauf zu antworten. Bist du bereit? Ja. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, selbstständig zu werden? Angst. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Das geht nicht in einem Satz. Ich habe während des Studiums das Privileg gehabt, Professor Arnulf Baring kennenzulernen. Das war ein großer Mann, großer Zeitgeschichtler, der hat mich zu sich eingeladen. Und ich war in einer Phase vollkommener Unsicherheit am Ende des Studiums, zu Beginn der Promotion. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und der Mann sah meine Not und Nervosität, ist mit mir um einen See rumspaziert und hat damals gesagt, Herr Prange, ich kenne Sie nicht, aber eins weiß ich von Ihnen, Sie können schreiben. Verlassen Sie sich darauf, dass Sie schreiben können, ich kann das beurteilen. Und machen Sie kein Praktikum, machen Sie kein Volontariat, machen Sie gar nichts, schreiben Sie los. Und das habe ich eigentlich in jeder dunklen Stunde meines Lebens wieder beherzigt. Immer wenn ich an mir zweifelte, habe ich an Professor Baring, der letztes Jahr leider gestorben ist. Sie kennen den vom Gesicht her, du kennst ihn vom Gesicht her auch, der war in vielen, vielen Talkshows einer der wichtigsten Politkommentatoren der letzten 20, 30 Jahre. Und dass dieser Mann mir damals mit 26 oder 27 diesen Rat gegeben hat, dafür bin ich ihm wirklich bis heute, bis an mein Lebensende dankbar. Das glaube ich. Was ist deine größte Stärke als Unternehmer?
Leidenschaft. Was ist deine größte Schwäche als Unternehmer? Ungeduld. Wie oder womit kann man... Ungeduld mit mir selbst vor allem auch. Wie oder womit kann man dich persönlich am besten beeindrucken? Würde ich wieder sagen, Leidenschaft. Was war der Weg? Wenn ich sehe, dass jemand für was brennt, dann glaube ich daran. Wenn mir jemand nur vernünftig irgendwie was runterbetet, nein. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Den Mut aufzubringen, meiner eigenen Intuition zu folgen. Mit welcher Person, egal ob lebend, tot oder fiktiv, würdest du immer gerne ein Kamingespräch führen und worüber würdest du reden wollen? Ich schwanke zwischen Goebbels und Hitler. Das ist jetzt keine Jux-Antwort, sondern es hängt wieder mit diesem Roman Eine Familie in Deutschland zusammen. Wäre es mir gelungen, mich der dämonischen Faszination dieser Menschen zu entziehen, wenn ich ihnen persönlich begegnet wäre? Interessante Frage. Okay. Vervollständige den Satz, Erfolg bedeutet für mich? Wenn mir etwas gelingt, was mir selber wichtig ist. Das Gefühl des Gelingens, das ist, glaube ich, das, was eigentlich die größte Befriedigung und auch das größte Glücksgefühl in mir überhaupt hervorbringt. Das ist nicht monetär, das ist nicht sonst, sondern dieses Gefühl, es zu schaffen. Das hat, glaube ich, was mit der urmenschlichen Funktionslust zusammen. Wir alle, das kann man schon bei Babys beobachten, haben eine Lust daran, eine sinnliche Lust daran, etwas zu können. Welche Internet-Resource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Wikipedia. Welches Buch liest du aktuell selbst oder hast du als letztes gelesen? Worum geht es darin und kannst du es empfehlen? Ja, du wirst ja lachen, ein Erfolgsratgeber, Sebastian Fitzek, Fische, die auf Bäume klettern. Das ist Sebastian Fitzek ist ja der erfolgreichste Thriller-Autor in Deutschland. Ich wollte sagen. Hier wendet er sich an seine Kinder und versucht seinen Kindern Wesentliches für ihren Lebensweg mitzugeben. Das liest sich spannend wie ein Thriller und manchmal weise wie ein Philosoph, was ich sehr, sehr ungern sage, weil das war doch eigentlich immer mein Part. Und nicht Sebastians, wir beide sind befreundet. Ne? Und aber ich muss ihm einfach dieses Kompliment machen, so schwer es mir über die Lippen kommt. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com/audiobooks. Zum Schluss noch zwei persönliche Fragen. Was ist dein größter bisher noch unerfüllter Lebenswunsch? Dass die Geschichte tatsächlich in bewegten Bildern zu sehen sein wird, wegen der ich gestern in Berlin gewesen bin. Mehr darf ich darüber leider nicht sagen. Mist, kriege ich nicht raus? So, noch ein bisschen nachbohren oder so? Es geht um eine filmische Umsetzung eines Stoffes von mir, der für mich ganz besondere Bedeutung hat. Ah, okay. Welches Buch? Da wir uns gestern erst in einer neuen Konstellation getroffen haben. Aber es ist schon meinem Lebenstraum sehr nahe, dass mein vorletzter Roman Unsere wunderbaren Jahre, in dem ich die Geschichte der Bundesrepublik vom ersten bis zum letzten Tag der D-Mark erzähle, am Beispiel von ein paar jungen Leuten, die 1948 bei der Währungsreform die berühmten 40 Mark bekommen haben, mit denen alles losging und deren Lebensweg ich verfolge und verfolge, was sie aus ihren 40 Mark damals gemacht haben, den Talenten, die sie mit auf den Lebensweg bekommen haben, bis zur Einführung des Euro, dass diese Geschichte jetzt von der UFA gerade als Dreiteiler für die ARD verfilmt wird, das kommt meinem Lebenstraum schon sehr nah, aber da möchte ich noch etwas Größeres obendrauf setzen. Okay, was auch immer das ist, ich drücke dir dafür ganz fest die Daumen, dass das bald sein wird. Zum Schluss noch, welche drei Tipps würdest du deinem 18 oder 20 Jahre altem Ich mit auf dem Weg geben und warum genau diese Tipps? Höre auf dich, wenn es um dich selbst geht. Höre dann nicht auf andere. Du bist der Hauptdarsteller in deinem eigenen Leben. Zweitens, tu nur, was du mit heißem Herzen tust. Tu nichts, was du irgendwie lau und aus Vernunftgrund tust, sondern das, was wofür du brennst. Und drittens, wenn du wirklich so überzeugt bist, dann los. Okay, sehr cool. Peter, es hat einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören. Wirklich eine super interessante Story, auch vor allem mal was vollkommen anderes. Jetzt auch für mich als Interviewer mal aus diesem ganz klassischen Unternehmens- oder Unternehmeralltag mal so ein bisschen raus, mehr in deine Autorenwelt eingetaucht. War für mich eine sehr interessante Reise. Gib unser Podcast Nation doch noch so einen letzten Tipp mit auf den Weg und sag uns noch kurz, wie wir dich am besten direkt erreichen können. Ich habe eine Homepage, www.peterprange.de. Da steht
drin, was über meine Bücher, ein bisschen auch über meinen Lebensweg. Veranstaltungen sind da angekündigt und da ist auch direkt ein Link zu meiner Facebook-Seite, wo ich auch aktiv bin. Okay, wunderbar. Noch so einen letzten Tipp, den du loswerden magst für unsere Hörer? Ja, das, was ich mal so nassforsch geschrieben habe und was mir selbst dann beim Schreiben meines eigenen Ratgebers dann wieder aufgestoßen ist, das Leben ist zu kurz, um es mit Geld verdienen zu verplempern. Natürlich brauchen wir alle Geld zum Leben und wir müssen eine vernünftige Lebensgrundlage haben. Aber das, was uns glücklich, zufrieden und erfüllt macht, das ist in der Regel nicht Geld, sondern das ist etwas, was man, wofür man vielleicht Geld braucht, aber was sich nicht in Geld erschöpft. Und das sind meistens doch die Verwirklichung der eigenen Träume. Das ist richtig. Das Wichtigste sind meistens die immateriellen Sachen, die man sich erschafft oder aufbaut. Genau. Cool. Dann hast du mir am Anfang noch verraten, dass du noch ein paar Bücher für unsere Hörer verlosen magst. Und zwar von unserer wunderbaren Jahre, richtig? Sehr gerne. Ich glaube, dass mein Verlag dann gerne ein paar Exemplare, sagen wir 5 Exemplare. Das ist eben die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland vom ersten Tag der D-Mark bis zum letzten Tag der D-Mark und erzählt entlang des Geldes die Geschichte der Bundesrepublik und gleichzeitig aber eben auch die Geschichte von 6 jungen Leuten, die versuchen, mit 40 Mark ein neues Leben anzufangen. Okay, perfekt, sehr cool. Podcast Nation, du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach die Episodennummer 607 oder den Namen Peter Prange in das Suchfeld ein. Du kommst sofort auf die passende Seite zu unserem Interview. Dort packen wir natürlich auch die Teilnahmebedingungen für die Verlosung der Bücher ein. Also wenn du eins der Exemplare haben möchtest, schau einfach kurz auf die Shownotes-Page. Im Endeffekt geht es einfach darum, dass du das Interview natürlich teilst und jemanden drin markierst, wo du meinst, das Buch könnte für denjenigen interessant sein oder das Interview natürlich. Peter, bei dir nochmal vielen Dank, dass du so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen, deine Erfahrung geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Es war mir ein Vergnügen. Ich danke, dass ich hier sein durfte. Danke, ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen, unsere Interviewpartner und noch vieles mehr. Bist du Angestellter und hast es satt, für andere zu arbeiten? Dann zeige ich dir, wie du in 6 Monaten deinen Chef feuern und den Montagmorgen wieder genießen kannst. Melde dich jetzt auf Podcast Meisterschule zu meinem kostenlosen Training an. Hier zeige ich dir, wie du mit deinem eigenen Podcast richtig gutes Geld verdienen kannst. podcastmeisterschule.com. Und zu guter Letzt denke immer daran, schlampiger Erfolg ist besser als perfekte Mittelmäßigkeit. Ciao, dein Tom.